Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Beispiel rechnen wir eine Temperaturangabe in eine andere um, nämlich Grad Fahrenheit in Grad Celsius. Und das Beispiel lautet, rechne 77 Grad Fahrenheit F in Grad Celsius C um und verwende dafür die Formel C ist gleich in Klammer F minus 32 mal 5 Neuntel. Und ja, eigentlich ist das Beispiel recht praxisbezogen, denn angenommen, du fährst in ein Land und dort ist die Temperaturangabe in Fahrenheit und du weißt, in diesem Land hat es jetzt 77 Grad Fahrenheit und würdest aber gerne wissen, wie viel Grad Celsius das sind, denn mit Grad Celsius können wir mehr anfangen. Oder anders ausgedrückt, packst du dir jetzt für deine Reise die kurze Hose oder die Winterjacke ein? Und das können wir uns ausrechnen, denn in diesem Beispiel ist ja F unsere Variable. So, hier F. Und wenn du jetzt in diesen Ausdruck hier für jedes F die 77 einfügst, um die es sich hier handelt, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Grad Celsius das sind. Und das machen wir hier gleich und sagen, die Grad Celsius ergeben sich aus folgenden Ausdruck. 77, denn das ist unser Wert aus der Angabe, minus 32, der Rest ergibt sich aus der Formel, mal 5 Neuntel. Und im Übrigen, das ist die korrekte Formel, um Fahrenheit in Grad Celsius umzurechnen. Sprich, das kannst du wirklich verwenden, um hier deine Werte, die du hier in Fahrenheit hast, in Celsius umzuformen. Aber zurück zum Beispiel. Rechnen wir uns das hier aus. Zuerst die Klammer, also den Klammerausdruck. 77 minus 32 ergibt dir 45. Und nochmal 5 Neuntel ergibt wie viel? Hier können wir sogar noch weiter kürzen, denn wenn wir uns überlegen, 45 ist nichts anderes als 45 Eintel und wir können hier im Zähler die 45 im Zähler durch 9 durchdividieren und die 9 im Nenner durch 9 durchdividieren, sprich wir können durch 9 kürzen und wenn wir das machen, bleibt hier im Zähler 5 und hier im Nenner bleibt 1. Übrig bleibt also C ist gleich 5 Eintel mal 5 Eintel oder ganz einfach angeschrieben 5 mal 5. Das heißt, wir erhalten als Endergebnis 25. Und wir wissen jetzt, 77 Grad Fahrenheit sind 25 Grad Celsius. Das heißt, für unser Beispiel packt ihr am besten die kurze Hose ein für deine Reise. Wir machen im nächsten Video mit einem anderen Beispiel weiter. Bis dann.